Robin, du kannst nachher im Fußballstadion anhalten, da vorne. Wollen wir den Match schauen, oder was? Nein, wir treffen den Lio. Schau. Lio. Lio Retta, der ist mit krass. 20 FCL Fußballprofi gsi. Ja. Und hat die Karriere nach einem Jahr an Nagel gehängt. Weil er so schlecht war? Nein, überhaupt nicht. Er war ein Riesentalent. Aber unter anderem, was ist ein kompliziert, unter anderem, weil er die Welt nicht gut gefunden hat. Die Fußballwelt. Jetzt macht er Wasser für Wasser. Trinkwasserprojekt unterstützen. Das hast du sicher auch schon gehört. Du kannst freiwillig im Restaurant fürs Hahnenwasser zahlen. Noch nie gehört. Nicht? Nein. Morgen nachher sammelt sie das Geld und spendet es. Dann gehen sie auf Sambia, auf Afrika, und machen dort Wasserprojekte, also Wasserkioske zum Beispiel und so Sanitärausbildungen. Das läuft? Das läuft. Ja gut. Wir sind da. Danke vielmals fürs Fahren. Bitte. Hoi. Ciao. Hoi. Salut. Hallo. Hoi. Willst du etwas spielen? Hä? Ja. Also, komm, komm, du spielen. Wir lassen ihn noch ziehen. Ja, der muss gehen. Wie ist es eigentlich jetzt so, in so einem Stadion wieder mal drin zu stehen? Ist schon eindrücklich. Also, so ein Tempelgefühl. Du spürst irgendwie die Anspannung. Also, die Anspannung, die ich auch oft hatte, wenn ich so in das Stadion reingekommen bin. Du hast das jetzt nicht mehr. Vermisst du es amigs? Also das Spiel, der Adrenalinkick, den vermisse ich amigs schon. Also das wäre gelogen, wenn ich das nicht würde vermissen. Das ist auch extrem geil. So da kommst du und was so etwas wie dort fühlst, die Unmittelbarkeit von einem Fußballspiel, das habe ich selten in etwas anderem in meinem Leben erlebt. Was hast du jetzt, was du damals während der Karriere nicht gehabt hast? Der Hauch von einer Selbstbestimmung. So, ich glaube, das war für mich das Schwierigste. Und das habe ich auch noch viel mehr gesehen. Wenn ich mich als Fußballer nur mehr durchsetzen würde, habe ich noch viel weniger Raum für die Gestaltung von meinem Alltag, von meinen Zukunftsplänen. Oder überhaupt, wirklich, die Struktur ist vorgegeben. Und die wird gemacht von der Super League. Nicht von dir, von allen anderen, aber nicht von dir. Und sicher nicht von mir. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gemerkt habe, das kann ich auch gar nicht. Das ist eigentlich Notbremse gezogen? Ja, also auf eine Art, ich meine, das war eine Entwicklung. Es war nicht so, dass ich, bis ich dann den Vertrag unterschrieben habe, dachte, das ist das Geilste, was es gibt. Und das war in dem Sinn der Höhepunkt von der Entwicklung. Ah, habt ihr gesehen? Ich habe es immer noch drauf. 7 Jahre FC Wittenbach. Stürmer. Was hast du denn für eigene Pläne gemacht? Also, du hast den Bubentraum eigentlich gelebt. Mhm. Was war dein wirklicher Traum während dem Bubentraum der anderen? Mhm. Ich glaube, mit dieser Geschichte, die rundum auch noch gelaufen ist, in unserer Familie, unseren Brüdern, die sehr schwer krank waren, so die existenzielle Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und wer bin ich eigentlich, die ist so gross und so wichtig geworden, dass ich es nicht mehr verschieben konnte. Und in dem Sinne, der Traum war, die Sachen, die bei mir wichtig werden, in den Mittelpunkt stellen und nicht zu denken, irgendeiner kann ich das machen. Sondern jetzt ist es wichtig und jetzt möchte ich es machen und jetzt glaube ich daran. Oh! Siehst du, meine Bälle kommen da einfach an. Du, geht's für dich? ja, zulassen und spielen, weißt du, ist schon anstrengend. Mhm. Was mich wundernimmt, wärst du den Weg eigentlich allein gegangen? Hättest du dich ganz allein entschieden? Nein, allein kann ich mich gar nicht denken. Also, es gibt mich nur mit meinen Brüdern. Sehe ich keinen? Der kommt ja schon noch. Tell everybody in the place to just get out. And we'll get clean together. And I'll find me a soapbox where I can shout it. Thank you.
das jetzt im Nachhinein betrachtet, bist du froh, hat Leo seine Fußballkarriere an den Nagel gehängt? Ja, sehr. Ich könnte mir es nicht anders vorstellen. Es wäre auch ganz vieles nicht möglich gewesen, was wir jetzt zusammen gemacht haben. Und ich sehe auch im Leo seine Entwicklung, die für mich erfreulich ist. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, etwas Gutes zu tun? Ich meine, es ist ganz einfach, darf ich sagen. Das war eigentlich ein langer Prozess gewesen, dass wir überhaupt mit so etwas wirklich angefangen haben. Ich glaube, da muss man schon vor allem auch den Tod unseres Brüder erwähnen. Wir hatten einen mittleren Bruder, den Basil, und er ist 2011 nach langer Krankheit gestorben. Und ich glaube, das war bei uns dann schon der entscheidende Moment im Leben, um zu sagen, wir wollen irgendwie in irgendeiner Richtung irgendetwas bewegen. Aber auch das hat wieder Zeit gebraucht. Wir sind dann lange reisen, Maris und ich. Und sind dann nach dieser Reise heimgekommen und haben gesagt, ja, jetzt probieren wir mal etwas. In so einer Richtung, ob das dann etwas Gutes ist, ja, kann man dann im Nachhinein wieder entscheiden, was man den anderen sagen. Was motiviert dich, da dich selber so zurückzunehmen und für etwas Größeres einzustehen? Die Motivation an sich, vielleicht wirklich einfach etwas zu machen, wo ein bisschen über einem selber rausgeht, wo es nicht nur eben um die Befriedigung unmittelbar geht von dir selber oder um eine eigene Karriere oder um einen Status zu erlangen, sondern es ist irgendwie darum gegangen, auch in eine Gesellschaft hineinzudenken und was kann man denn für einen Teil sein, für eine funktionierende Gesellschaft, und vielleicht ist sie sogar global, die Gesellschaft. Gibt es Wasser für Wasser eigentlich nur in dieser Brüderkombination? Im Moment sicher. Aber was liegt es? Ja, erstens, weil wir zusammen gestartet haben. Es eigentlich fast kein Schritt von dem Ganzen hat einer von uns allein angedacht. Bei jedem Vortrag war es so, dass wir das zusammen gemacht haben. Jedes E-Mail am Anfang haben wir zusammen geschrieben. Also, wir sind zusammen vor dem Computer gekommen. Ja. Also, es ist wirklich immer, es ist ein ständiges Hin und Her. Alles ist Ping-Pong. So. Also es braucht beides? Es braucht, um überhaupt einen Gedanken vom einen fertig zu denken, braucht es ein bisschen das Gegenüber. Ist das so ein hey, Shit, das funktioniert ja tatsächlich. Mega. Effekt dabei. Mega, das ist uns oft passiert. Ich glaube, das ist auch das Spannende bei solchen Ideen, wenn man es daheim so ausbrüht und dann wir es zusammen 100-mal diskutiert haben, ob im Zähneputzen zu sagen, hey, Maris, meinst du nicht noch? Und irgendwie plötzlich fängt man es auf umsetzen und die Realität zeigt, was funktioniert und was nicht. Das ist schon der Aha-Effekt, das ist x-mal gekommen. So, wow, ich kann ihn heute Morgen wieder kommen. Bei uns kommt das Trinkwasser einfach aus dem Hahn. Wir schwimmen im Trinkwasser. Wie oft sind ihr schon bei einem potenziellen Partner reingelaufen und der hat gesagt, sind ihr echt wahnsinnig, ich zahle doch nicht für Hahnwasser? Als wir mit dem gestartet haben, ist es extrem oft sogar vorgekommen. So, hey, was spinnen ihr eigentlich? Und dann zwar auch auf beiden Seiten. Einerseits der Gastronom, der sagt, ich will doch nicht das Leitungswasser verkaufen. Etwas verlangen, das eigentlich gratis aus dem Hahn kommt. Andere Gastronomen, die viel haben, spinnen ihr eigentlich? Ich brauche das Geld, weil die verkaufen das Leitungswasser schon. Und dann aber auch die Gäste, die das Gefühl haben, was jetzt sind ihr die das Leitungswasser verkaufen wollen. Und ich glaube, dort ist es auf ganz vielen Ebenen, haben wir ja irgendwie am Anfang müssen uns ein bisschen behaupten. Ihr seid ja nicht ein gemeinnütziger Verein, der einfach mal die hohle Hand macht und sagt, gebt uns Geld, weil wir machen irgendwo auf der Welt etwas Gutes, sondern ihr habt ja, glaube ich, bewusst das Konzept mit, ihr kommt auch etwas über für das Geld, das ihr uns gebt, nämlich Hahnwasser. Mhm. Wir sehen uns eben wirklich nicht nur als Organisation, die Projekte unterstützt in Afrika oder in Sambia, sondern es geht auch darum, dass wir hier ein Projekt haben, nämlich einerseits, wenn wir im Leitungswasser einen Wert geben, ist wirklich ein ganz einfaches Bild, das Wasser hat nicht jeder. Es gibt irgendwie, jeder siebte Mensch muss mehr als einen Kilometer laufen bis zum nächsten sicheren Wasserstelle. Ich glaube, das ist uns eben genauso wichtig, zu sagen, in dieser Welt, in der wir hier leben, etwas auszulösen. Sie gehen auch immer wieder auf Afrika. Jetzt, wenn ich euch zwei so anschaue, wenn ihr dort auftaucht und sagt, ja, wir sind jetzt die, die kommen helfen, wie begegnen euch die Leute? Beim ersten Aufenthalt sind wir häufig in kurzen Hosen und Sandalen mit T-Shirt an so Gespräche gegangen und sind dann mit einem Berufsschulleiter
55 oder so, wo geschalet auf uns zukommen ist, in einem Büro hingehockt. Der Berufsschulleiter kommt reinlaufen, läuft an uns vorbei und fragt, wo denn die Schweizer sind. Er konnte sich schlichtweg nicht vorstellen, dass sie zwei Studenten im Forum mit ihm reden wollen und sozusagen Geld zur Verfügung hätten, um Projekte zu machen. Was ist euer Traum? Wenn jetzt das über unseren Kopf hinweg weiter sich entwickeln kann, dass man das auch in den Alltag der Menschen integrieren kann und aufmerksam machen kann darauf, dass es anderen nicht so gut geht. So einfach wie es tut. Und persönlich? Möglichst viel Entspannung. Du bist auf gutem Weg. Baut man sich ein eigenes Business auf? Ist das der Weg zu möglichst viel Entspannung? Ja, die Frage ist schon immer die Art und Weise, wie man etwas macht. Wenn ich persönlich einen Wunsch habe für mich, ist, dass ich, egal in was ich mich hineinbewege, das mit einer möglichst grossen Lockerheit, Entspannung und mit einem Bewusstsein machen kann. Bringt es etwas? Das ist mit der grossen Frage. Brauchst schon viel Überzeugung und Sitzfleisch und so, das ist krass. Und weißt du, was ist etwas, was auch immer mitschwingt? Dass es tönt so gut menschenmässig, aber er macht gar kein Geheimnis daraus, dass er es einfach für sich macht, weil er es geil findet. Ja, weil es ihm besser gefällt als jetzt zum Beispiel gerade die Fußballkarriere vorher. Ja. Ist da vielleicht die Ehrlichkeit, die es eben braucht, dass du nicht den Leuten sagst, ich mache das nur für andere? Sondern ich mache es auch, weil es mich glücklicher macht.